So, und weiter geht's mit Super Mario 64. So, wir sind jetzt endlich hier oben angelangt. Endlich. Hey. Ja. Oh. Hey, aber der gibt es nicht mehr. Oh ja. Natürlich. So, jetzt kann ich natürlich überlegen, was mache ich als erstes? Ich würde sagen, die Welt, die ist noch mit am einfachsten. Folge den blauen Pfeilen. Okay. Blaue Pfeile. Wieso blau? Achso. Mann, Mario. Mario. Oh, Mann. Was ist das? Das Honigkuchenfett. Aber hier sind keine blauen Pfeile. Pfeile. Ah! Mario! Aber dazu muss ich jetzt das Wasser höher drehen, ne? Oh Mann. Ach so, jetzt weiß ich glaube ich, wo das war. Oh. Manchmal ist Mario so ein Honigkuchenpferd. Ich weiß gar nicht, wie ich auf Honigkuchenpferd komme. Geht doch. So, jetzt komme ich nämlich auch da hoch. Mario, oh. Reg dich nicht auf, Shiron. Reg dich nicht auf. Das ist nur Mario. Ein Klempner auf der Suche nach seiner Prinzessin. Oh, da ich sowieso da hinten landen werde. So. So. Ich hab doch gesagt, da ich sowieso da hinten landen werde. Warum nicht gleich so, ne? Hui! Suche nach der Spitze der Stadt. Ja. Das wäre dann, glaube ich, dort. Oh! Oh, Mario. Mario ist mein Honigkuchenpferd. Was anderes kann ich dazu nicht mehr sagen. Er ist dumm wie Stulle, manchmal. Manchmal jedenfalls, ne? Manchmal.
Here we go! Gut. So. Was haben wir jetzt? Erforsche die Höhen und Tiefen. Ja. Ist jetzt damit der Ständer ungemeint? Das weiß ich jetzt gar nicht. Gott, was war damit gemeint? Höhen und Tiefen. Nee, da oben ist die Kanone. Da kann ja der Bus der Stern da sein. Okay. Och, Mario. Okay, einmal noch. Mann, das ist doch so ein Mist. Und er denkt auch gar nicht, sich irgendwie mal auf den Bauch zu packen. Warum auch? Bringt's ja nicht. Bringt ja auch nichts. Ja, hallo, du, genau du, genau du, genau du. Yep. Nein! Du Vogeldepp, du! Ach, genau da unten. So. Hat das damit auch irgendwas zu tun? Bam. Weiß ich gar nicht. Ich hoffe, es war auch der richtige Stern. Beeil dich, Expressaufzug. Na toll, das war die falsche. Egal. Das war Stern Nummer 4, ne? Dann weiß ich jetzt, was damit gemeint ist. Dann weiß ich es auf jeden Fall jetzt. Ui. Das Schönste wird natürlich nachher die 100 Münzen zu sammeln. Das wird interessant. Och, Mario, du. Du Vollpfosten-Depp. Nein. Oh.
Na gut, ja, jetzt muss ich sowieso gucken. Da oben war ein Stern gewesen. Was stand da? Des Rätsels Lösung ist der Wasserstand. Tief unten erwartet dich die Stadt, nachdem du den Pegel hast sinken lassen. Ja, genau. So. Sinken lassen muss ich ihn sowieso. Komm, ich krieg das noch in die Folge rein, sonst muss ich das zusammensteigen. Nö! Mann! Mario, du bist auch... Oh, nee! Aufnahmezeit beträgt. Ich sag mal so 8-9 Minuten jetzt. Na gut. 19 Minuten. Okay, ich würde sagen, 4 Sterne reichen auch für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.